Denn ich bin nicht an irgendeinem See oder an einem Fluss, sondern am Teich mit mir. So sieht's aus. Ja, und Zuschauer haben wir auch dabei. Leute, schaut mal hier. Okay. Wieder abgehen. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Osterfolge. Heute ist es eine Spezialfolge, denn ich bin nicht an irgendeinem See oder an einem Fluss, sondern am Teich mit mir. So sieht's aus, und zwar an Ihrem Teich. Genau. So, wir wollen einfach mal gucken, was hier so drin ist in dem Teich, denn der Teich soll leer werden und wir wissen beide nicht, was da drin ist. Eben. Das heißt, den machen wir leer heute. Heute machen wir den leer. Let's go. Also, das ist unser Teich und den sollen wir leer machen, weil da kommen jede Menge Kois rein. Und da sind auch Fische drin, die da gar nicht rein sollen. Wir wissen auch nicht, wie die reinkommen. Aber ja, der soll auf jeden Fall leer gemacht werden und das machen wir jetzt. Ja, und Zuschauer haben wir auch dabei. Leute, schaut mal hier. Die freuen sich auch. Also wir haben natürlich auch, also ich habe alles vorbereitet. Meine Mama hat uns gerade eben noch Melone gebracht. Sieht das gut aus, lecker. Könnten wir auch mal einen Haken ranhängen. Ja, dann habe ich hier einmal Köder zusammengestellt. Einmal Mais. Die ist bestimmt bald leer. Der gute Sonnenmais. Und eine Scheibe Brot als Teig. Ja, mehr braucht man hier auch gar nicht, ne? Und dann habe ich noch meinen Angelkoffer. Da ist alles drin, falls irgendwas kaputt geht. Posen, Haken, Zange, Messer, Blei und mein Angelschein natürlich. Nicht, dass uns jemand kontrollieren kommt, ne? An deinem Teich? Ja. Okay. Und dann haben wir noch was, uns einmal Kescher natürlich, weil ganz wichtig, Angeln und ein wunderschönes Stativ von mir. Was machst du denn damit? Damit gehen wir heute noch live. Und dann brauchen wir ein Stativ. Und ja, halt unsere Angeln, einen Stuhl. Ja, das war's. So, dann werden wir jetzt mal hier im Hintergrund die Fische rausholen. Let's go! Ich habe bloß die Befürchtung, dass du wieder alles wegfutterst. Nein. Na gut, dann nicht. Wir fangen jetzt mit meiner Route an, also das ist eine Schlipproute und ich habe schon Brotteig dran gemacht an den Haken. Und da fangen wir jetzt mal an und bin gespannt, was der erste Fisch wird. Ich bin auch gespannt. Leute, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir den Gartenteich leer machen und du kannst. Natürlich darfst du. Wo bist du denn? Da bist du. So, Pose ist drin. Jetzt schwenke ich wieder um. Zuckelt doch schon weit. Tatsächlich. Oh, ah. Der ist abgerissen. Ja, ich habe gesehen. Probier's einfach nochmal. Der ganze Stoff. Oh, warte. Guck mal. Also, da drunter sind. Ja, das ist doch schon ja. Oh, Rotfeder. Nee, Plötze. Und zack. Ist eine Plötze. Und zack kommt die Katze gleich, Leute. Ist eine Plötze. Ja? Schöne Plötze. So, erster Fisch, Leute. Rotauge, Plötze auch genannt. Richtig schön. Geil. Es fängt ja schon mal sehr gut an. So, Freunde, ihr habt es gesehen, den ersten Fisch von Lilly. Jetzt haben wir mal die Route gewechselt. Wir haben jetzt die Angel an die Route hier am Start. Also Lillys neue Route. Und da sollen wir einfach mal gucken. Hier ist ja eine schöne große Pose dran. Ich habe jetzt nochmal den Haken nochmal gewechselt. So, gleiche Köder. Und zwar Brot. Brotkugel. Ja. So, jetzt geht's rein. Mal gucken, ob wir hier nochmal eine andere Fischart fangen, oder? Gucken wir mal. Ja. Echt? Ja. Oha. Das sieht aus wie ein Koi. Aber nee, ist glaube ich kein. Nee. Ist Karpfen. Wow, Leute. Erstmal Karpfen direkt ab. Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee, Karpfen. Bist du dumm. Soll ich mir den Kescher holen? Nee, wo ist er? Da ist er. Leute. So. Boah, sehr schön. Was ist für ein Kescher jetzt? Warte, warte, Jose, ist doch nichts bereits im Kescher. Leute, also wir wussten ja, dass hier Karpfen drin sind, aber dass der gleich beißt, hier hätte ich auch nicht gedacht. Ein schöner Spiegelkarpfen im Echt Teich. Echt schön. So, jetzt kriegen wir ihn gleich. Na komm, da hat doch schon Power. Ja, das ist kein kleiner. Wie der abgeht. Es schwimmt hier und schwimmt er. Komm jetzt rein hier. Du kommst doch dann wieder. Ja, siehste. Ja. So. Leute, da ist er drin.
Ihr habt ja schöne Karpfen hier drin, muss ich sagen. Ja. Sehr cool. Echt schön. Sollen die Karpfen eigentlich auch raus, Lilly, oder nur die anderen Fische? Also eigentlich würde ich ja die Karpfen drin lassen. Ja. Also wenn du Kois reinsetzt, dann würde ich auch die Karpfen drin lassen. Ja. Ganz ehrlich. Dann würde ich sagen, hier, Petri. Petri, dank. Cool. Ein kleiner, schöner Spiegelkarpfen. Hier aus dem Teich, ist ja genial. Hätte ich gedacht, dass er direkt beißt. Wahnsinn. Cool. So Leute, wenn es so weitergeht, dann freuen wir uns. Aber wir wollen ja die anderen Fische haben. Genau. Den brauchen wir noch. Echt? Na, meinst du nicht? Meinst du, das war der letzte Karpfen? Okay, dann brechen wir zusammen. So, jetzt holst du den nächsten raus. Warte. Soll ich auch mit aufmachen? Ja, kannst du machen. Molle ist am Start. So, gucken wir mal. Also, warte für den Biss. Ich muss sagen, ich anhöre. Ja, jetzt könntest du. Ja, jetzt könntest du. Oh. So, was haben wir denn da? Babykarpfen. Nein. Doch. Hast du auch einen Karpfen? Babykarpfen. Kannst du bitte kurz aufmachen? Das wird zu groß. Er fängt zum Babykarpfen. Wir wussten nicht mal, dass hier Babykarpfen drin sind, Leute. Das ist ein Babykarpfen. So, tatsächlich. So. Dafür. Petri. Danke. Sehr süß. Also Leute, die vermehren sich auch im Teich, ihr seht's. Weil das wussten wir jetzt nicht, dass hier Babykarpfen drin sind. Cool. Cool. Oh, sieht der hübsch aus, Leute. Das ist echt schön. Der hat sich bestimmt mit Koi gepaart. Ja, ganz toller Fisch. Das wird mal ein großer. Den lassen wir auf jeden Fall rein. Also Karpfen definitiv. Ja. Was sagt ihr dazu? Genau, was sagt ihr dazu? War gut, oder? Ja. Kurze Pause, Leute, dann geht das Video natürlich sofort weiter. Aber ich möchte euch noch einen kleinen Hinweis geben. Bei 30 Grad Außentemperatur könnt ihr den ZEG Adventskalender im Onlineshop schon vorbestellen. Und in der Super Early Bird Phase, bis 1.9. übrigens, habt ihr die Möglichkeit, 10 goldene Tickets abzusahnen im Wert von 500 Euro. Also da ist richtig was drin. Ja, was bekommt ihr denn für 99,95 Euro? Ich sag's euch, einen Warenwert von 230 Euro. Und im Kalender sind zum Beispiel Sachen drin von Barschalarm, die neuen Zandergummis, also die neue Thunder Range beispielsweise, Momoi und noch ganz viele andere Sachen. Also lasst euch überraschen. Richtig coole Aktion, wieder vollgepackt ohne Ende. Es gibt einen Raubfischkalender, es gibt einen Weltkalender und bei jedem Kalender wird noch 1 Euro an die Kinderhilfe Saar gespendet. Also wirklich eine tolle Aktion. So Leute, dann sichert euch mal schnell ein und dann machen wir jetzt einfach weiter mit dem Video. Ja. Karausche, oder? Das ist eine Karausche. Tatsächlich. So Leute, die müssen raus. Definitiv. Petri. Dank. Also, ich wollte nur sagen, wir haben jetzt das erste Mal heute, dass uns Teig abgegangen ist, ja? Ich muss sie jetzt gerade neu ranmachen, ohne dass ein Fisch dran war. Also, mit Fisch läuft mir lieber. Alle sind interessiert nach den Fischen hier, Leute. Ja. Das war Wind, oder? Nee. Das war, es war was dran. War kein Wind hier. Ja, Leute, es ist relativ schwierig, hier Fische ans Band zu bekommen mit Brotflocke. Aber ich habe noch einen Special-Köder mit. Davon weiß Lilly gar nichts. Hier ist der Spezialköder drin, Leute. Nicht der Mais, den haben wir vorhin schon aufgemacht, sondern das hier. Was ist es denn? Wovon ich nichts weiß? Würmer. Cool. Aber glaubst du echt, da drin beißt was auf Würmer? Na, auf jeden Fall. Ja, dann probieren wir aus, wa? Kleingeschnitten, angeködert, feuerfrei. Let's go. So, also noch nicht den Wurm dran, aber Mais hat gleich funktioniert. Eine Rotfeder. Richtig cool. Und die kommt aber auch raus. Ja, Petri. Danke. So Leute, der nächste schöne Rotfeder. So eine große hätten wir gar nicht erwartet. Aber da könnt ihr mal sehen, was hier in so einem Teich drin ist, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Nehmen wir natürlich auch raus. Da wollen wir jetzt mal gucken, dass hier mal ein paar andere Fischarten wieder weisen, ne? Genau. Petri. Danke. Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen chillen. Lilly angelt jetzt noch ein bisschen. Also wir haben schon ganz gut gefangen. Hier ist auf alle Fälle was drin im Teich. So, jetzt haben wir den Roundköder dran. Der Wurm. Den Drobena. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich müsste es sofort funktionieren. Das war ich gerade. Okay. Ja, siehst du? War ich das? Nein, das warst du nicht. Leute, die Fische sind am Start.
ich eine Karausche, eine kleine. Die ist richtig süß auf Wurmier. Hätte ich nicht gedacht, wirklich. Chris hat mich überzeugt. Der Fisch auch. Und ja, cool. Und genau die wollen wir haben. Die müssen raus. Genau. Cool. Ja. Karausche. Ha? Die kriegst du nicht. Oh. Der hat einen ganzen Wurmkotzen im Mund. Kommst du mal her? Erstmal Finger befeuchten, das ist gut. Genau. Und jetzt können wir auch den Fisch anfassen. Wichtig. Ja. Kleine, schöne Karausche. Petri. Danke. Bist du das? Hey! Goldfisch! Hey! Guckt euch mal den an, Leute. Richtig geiler Goldfisch. Cool. Petri. Petri, Dank. Der kommt aber wieder zurück. Die wollen wir ja nicht hier raus. Genau. Richtig schöner Fisch. Ja. Da guckt der Räuber wieder da hinten, ob er wieder was abgreifen kann. So, dicht am Schilf dran, da sind sie drin, Leute. Mal gucken, ob die nächste Karausche beißt. Ja. Babykarpfen, oder? Ja, schon wieder der gleiche. So, dann muss ich den Kescher wiederholen. Lydia hat den nächsten Karpfen dran. Schon wieder ein Babykarpfen. Und da haben wir einen. Kann es sein, dass es hier sehr viele Babykarpfen drin gibt? Auf jeden Fall. Also, die großen Karpfen haben hier doch ein bisschen wahrscheinlich sich mal gepaart. Und da kannst du mal sehen, was er für eine Flosse hat. Zeig mal. Ja, da hat er sich mit dem Koi gepaart. Oh, wie schön. Leute. Lass mal Hände davon. Wie gesagt, das wussten wir nicht, dass hier so viele Karpfen drin sind. Vor allem Babys auch noch. Also die werden noch groß. Schön. Cool. So, wo ist er? So ein schöner Fisch. Guck mal, die Schwanzflosse. Wahnsinn, ne? Cool. Richtig toll. Ja, mal ein kurzes Zwischenfazit. Läuft ganz gut, muss ich sagen, oder? Also jetzt, seitdem wir Wurm dran haben, läuft es sehr gut sogar. Richtig. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein paar andere Fische hier rausholen, denn der Teich ist immer noch nicht leer, Lilly. Nee, es dauert, glaube ich, noch ein Weilchen. Schaffen wir heute nicht, da müssen wir noch mal ran. Schaffen wir schon irgendwann. Komm. Zieh durch. Was sagst du dazu, Lilly? Cool. Ein Goldi. Ein Goldi. Petri. Danke. Ja, Lilly hat schon wieder den nächsten gefangen. Den gucken wir uns noch mal kurz an. Ich bin happy. Ich habe noch eine kleine Karausche gefangen. Die ist sehr süß. Und sehr goldig. Genau. Glänzt sehr doll. Die müssen raus. Also. Sehr gut. Ja, Leute, nochmal einen rausgefischt hier. Der Abschlussfisch. Nochmal eine Karausche. Also, ich glaube, hier sind bestimmt 50, 60 Karauschen drin. Wie gesagt, wir werden das heute hier nicht alle rausangeln können. Aber egal. Macht Spaß. Ja. Und wir machen auf alle Fälle nochmal eine zweite Runde. Genau. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Teich zwar nicht leer gemacht, aber wir haben wirklich eine Menge Fische gefangen. Ja. Wir wissen jetzt so ein bisschen zumindest, was hier drin ist. Genau. Was haben wir alles gehabt? Wir hatten Rotfedern, Karauschen, yep. Goldfische, yep. Karpfen, yep. Und eine Plötze. Und eine Plötze. Also fünf. Fünf verschiedene. Und ich denke mal, hier sind noch ein paar andere Fische drin. Definitiv. Bin ich mir sicher. Ja, Leute, dann müssen wir wohl noch mal wiederkommen. Der Teich ist noch nicht leer. Nee, dann kommen wir noch mal wieder, wa? Mit euch. Richtig. Hat Spaß gemacht. Lilly, sehr geil. War echt cool. So Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge. Und sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angelwippen oder Spreeangler. Bis dann, Xavier, Petri, ciao und macht's gut. Tschüss.
Stopp, Leute. Natürlich ist das Video noch nicht vorbei, denn es gibt ja noch einen Gewinner und noch ein Gewinnspiel in dieser Folge. Das habe ich mit Liddy total vergessen beim Videodreh. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner vom letzten Gewinnspiel. Blenden wir euch jetzt hier einfach mal ein. Ja, und in dieser Folge gibt es auch was Schönes zu gewinnen. Und zwar ein neues UV-Longsleeve von Zackfishing. Das ist so neu, das habe ich noch nicht mal. Ja, und das Einzige, was ihr tun müsst, um so eins zu gewinnen, schreibt eine OSA in Mission ins Kommentarfeld rein, was wir in der nächsten Zeit hier so umwandeln soll. Ja, und mit etwas Glück gewinnst du das denn. Ja, Leute, dann haut in die Tasten und dann würde ich sagen, jetzt mache ich Schluss. Also, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.